Kinder, seid ihr fertig? Nö, ich ignoriere das einfach. Wie läuft's bei euch mit dem Packen? Es lief alles gut, bis wir von den wertvollen Erinnerungen, die hier entstanden sind, abgelenkt wurden. Ich weiß, es ist schwer, aber wir schaffen in einem neuen Zuhause neue Erinnerungen. Ich habe uns schon ein paar tolle Stadtwohnungen rausgesucht in unserer Preisklasse, die wir uns ansehen können. Ah. Oh nein. Nein, nein, nein. Hä? Eine E-Mail von Chip? Mal sehen. Das ist die Petition. Die muss Mama geschickt haben, als sie Chips Tablet hatte. Moment mal, ein paar der Unterschriften sind von Leuten, die wir kennen. Was? Zeig mal her. Brett, Kiki, Benny? Aber das sind unsere Freunde. Mögen die uns eigentlich gar nicht? Ich fürchte, es ist noch viel schlimmer, Bruderherz. Sieh genauer hin. Oh nein, das kann nicht sein! Heute wird ein wundervoller Tag. Was soll das? Tu bloß nicht so. Du warst von Anfang an auf Chips Seite. Unsere Freundschaft ist eine Lüge. Habe ich recht? Habe ich recht? Master Remy, geht es dir gut? Ich wusste, der Bursche wird eines Tages durchdrehen. Hört auf, hier rumzuschreien! Ihr beide stresst mich! Cricket, ich hab dich nie hintergangen. Wovon redest du da bloß? Davon, dass deine Unterschrift auf Chips Petition zum Abriss unseres Hauses steht. Du meine Güte, euer Haus wird abgerissen. Aber wer ist Chip? Spiel nicht den Dumm. Hier steht dein Name. Sieh hin! Ich hab keine Petition unterschrieben. Die Unterschrift wurde gefälscht. Wenn das stimmt, hieße das ja, dass Chip uns angelogen hat. Oh, das ergibt tatsächlich Sinn. Und wenn meine Unterschrift gefälscht ist, sind vielleicht alle gefälscht. Das sind eine Menge verrückte Informationen. Wir müssen es meiner Mutter sagen. Verräter! Du warst von Anfang an auf Chips Seite. Tilly, er ist sauber. Oh, entschuldige, Remy. Psst, Mom, hier drüben. Wir sind deine Kinder. Wir brauchen deine Hilfe. Was ist los, ihr zwei? Und wie kommt ihr da ans Fenster? Keine Zeit für Erklärungen. Mom, wir glauben, die Petition ist gefälscht. Aber was können wir dagegen tun? Eine Petition fälschen, hm? Typisch. Ihr braucht Beweise. Am wahrscheinlichsten sind die auf Chips Bürocomputer. Wenn ihr Beweise findet und sie dem Bürgermeister zeigt, muss er Chips Plan abblasen. Cricket? Alles in Ordnung, Schatz? Ja, muss nur meine Säfte wieder zurechtschütteln. Was, Guess? Ha, alles klar. Beweismittel. Verstanden. Aber was, wenn wir erwischt werden? Wir wollen nicht, dass es noch schlimmer für dich wird. Hey, macht euch um mich keine Sorgen. Es ist schlimm, von euch getrennt zu sein, aber es wäre noch schlimmer, einfach nur zuzusehen, während eine Dumpfbacke wie Chip auf den Menschen herumtrampelt, die ich liebe. Falls wir untergehen, dann wenigstens nicht kampflos.